Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dein Leid. Ja, unser Auftrag ist es, das Antizin aus dem zweiten abgeworfenen GAI-Paket zu bergen. Und ich würde sagen, das tun wir mal. Aber hier schreit irgendwo ein Kind, hört ihr das? Hier ist auch Musik. Wir gehen da mal ganz langsam rum. Okay, hier kommt das Kinderwein her. Hier ist der Zombie. Na, bist du auf uns aufmerksam? Ey, Schnucki! Okay. Jetzt ist sie auf uns aufmerksam geworden. Und wir öffnen mal die Tür. Okay, wir können die Tür nicht öffnen. Dann würde ich sagen, klettern wir einfach mal hoch. Na, komm, Jade! Ach, Jade, sag ich schon. Crane heißt du natürlich. Hoppala! Ja, komm, so anstrengend ist das jetzt auch nicht. Die Kiste nehmen wir natürlich noch mit. Und gucken mal, ob wir was Schönes finden. Na, nee. Oh, Kacke. Nee, ist noch Widerstand da. Bin nicht so recht. Jetzt aber. Und, was erwartet uns? Eine Tasche. So, wie kommen wir denn jetzt am besten zu dem Mädchen hier runter? Kommen wir da überhaupt rein? Ne, wir kommen hier gar nicht rein, oder? Also ich wüsste nicht wie. Oder müssen wir das jetzt noch gar nicht machen? Und das müssen wir vielleicht irgendwann anders mal machen. Ich weiß es nicht und ich würde sagen, bevor wir uns jetzt hier lange aufhalten, folgen wir dem anderen Paket über die Straße und ja. Das war knapp. Das war verdammt knapp, Leute. Ja, hier sind sehr viele Zombies. Aber wir umgehen die einfach mal. Ich hoffe, uns kommen jetzt keine Mörder-Zombies entgegen, die schon klettern können. Nee, noch nicht. Oh, hier drin ist einer. Warum lebt die denn noch? Ist die immer noch nicht tot? Oh Gott, die kommen ja rein. Ich gehe doch wieder raus. Ich lasse das hier drin. Warum stirbt die denn nicht am Feuer? Ich meine, die brennt doch. Oh, die kommen jetzt alle da rein. Ja, gut. Dann gehen wir unseren Weg. Hey, Und. weiß, Männer waren schon da. Okay, kein Kampf. Such einfach Nummer 2. Such nach dem Rauch des Leuchtsignals. Die Kiste muss in der Nähe sein. Kommen die uns hinterher? Nee. Okay, wir haben einen neuen Fertigkeitspunkt. Den wollen wir natürlich mal gucken. Wir haben Wendigkeitsstufe. Was hätten wir denn hier? Wurf. Nutzen Sie die Bewegungen angreifender Feinde, um sie herumzuschleudern. Wenn ein Gegner anstirbt, drücken Sie Alt-Taste und wählen die Richtung. Was haben wir hier? Dropkick. Schlagen Sie Feinde mit einem Dropkick im Rennen nieder. Drücken Sie, während Sie rennen und springen, Leertaste und drücken Sie dann in der Luft E. Okay, das klingt ganz gut. Und was wollen wir hier noch? Überspringen. Springen Sie über Gegner hinweg, drücken Sie zum Überspringen Leertaste. Das mache ich. Da ich ja eh ein kleiner Feigling bin, möchte ich eigentlich immer. So, ja! Oh, da kommt uns doch einer entgegen. Der andere rutscht da hinterher. Aber wir lassen die mal. Wir laufen weiter. Und gucken mal, was uns da hinten dann erwartet. Und wir laufen und sind außer Puste. Ich hoffe, dass man das irgendwann mitskillen kann. Dass man nicht so. Oh nein, ich will den Dicken da nicht besiegen. Muss ich an dem vorbei? Der sieht mich schon, oder? Guck mal, die warten schon darauf, dass ich da langkomme. Aber das mache ich nicht. Da breche ich mir lieber ein Bein, bevor ich gegen den Dicken da kämpfen muss.
Oh, ich kann Lichtfallen aktivieren. Was hat die denn hier so auseinandergenommen? Bin fast dort, ich schaff das. Na, du lebst doch noch. Okay, wir locken alle möglichen Viecher an. Das ist ja schlimm, ich kann die nicht untersuchen, wenn ich die selbst unter Strom setze. Naja. So, wir sind hier oben. Wir haben eine Kiste. Ja, und das Licht geht aus. Guck mal eben, ob wir noch schnell ein Medikit herstellen können. Nein, wir können kein Medikit herstellen, leider. Aber wir gucken mal, vielleicht finden wir ja noch was Tolles. Nein. Sie können einen neuen Jahr. Und zwar Alkohol hat uns gefehlt und jetzt können wir. Nein! Ich wollte auch ein Medikit herstellen. So, jetzt haben wir eins mehr. Jetzt fühle ich mich ein bisschen sicherer. Vor allen Dingen, wenn es jetzt dunkel wird. Hopp. So, wo müssen wir denn hin? Da hinten. Ich wollte aufs Dach crane. Der macht nie das, was ich will. Ich glaube, das drunter sliden habe ich noch nicht gelernt, oder? Oder hatte ich das gelernt? Fertigkeiten? Das war auch Inwendigkeit, oder? Doch, habe ich schon gelernt. Was muss ich denn machen? Rutschen beim Rennen? See. Okay. Hier oben gibt es nichts. Wo müssen wir hin? Gibt es hier was? Nein, hier gibt es leider auch nichts. Ich bin ziemlich weit weg von der Stelle, oder? Ach nee, da hinten ist der rote Rauch. Okay. Und tschüss. Ziehen gefährliche Befallene an. Kommen jetzt hier die bösen Viecher? Bitte nicht. Okay, der fällt runter. Die klingen alle gleich. Ich finde, die Kleinen sollten weniger schreien als die Großen. Was haben wir denn hier? Eine Sprühdose. Wie viel brauchen wir eine Sprühdose? Oh, es wird immer leider unklar. Ich will nicht, dass es dunkel wird. Nochmal Alkohol. Und, na, wir stellen schnell noch ein Medikit her. Sollen wir noch Böller herstellen? Ich stelle lieber nochmal. Sicher ist sicher. Ich weiß gar nicht, wie viele wir haben. Muss mal gucken. Okay, wir haben noch welche. Ich lasse erstmal die... Ich wollte gerade sagen, lebt der, aber der lebt, ne? Ist der verbuggt? Okay, so, was gibt's hier Schönes? Ein Schrank, eine Kiste. Schläft der? Ich finde das süß, wie der Bauch von dem wackelt. Wir haben eine Zombie-Figur, yay! Was gibt's denn hier noch? Was auch immer man mit den Zombie-Figuren machen kann. So, da ist der rote Rauch, da müssen wir hin. Wie komme ich jetzt hier hin, ohne mir alle Beine zu brechen? Gar nichts, wahrscheinlich. Da ist noch eine Kiste, die nehmen wir natürlich mit. Aber wir kommen da nicht hoch. Na, warum will er denn nicht? Na komm, kann der nicht um Ecken klettern? Anscheinend kann er das nicht. So, Kiste. Na, ich hatte doch den Punkt. Na, nein! Ich hatte den Punkt doch schon. Das gibt's doch nicht. Wieso schaffe ich das denn jetzt nicht? Ich schaffe es einfach nicht, Leute. So, jetzt aber. Ich
will die jetzt aufkriegen. Ach, geht doch. So schwer war es ja gar nicht. Wir haben uns einfach nur zu doof angestellt. Beziehungsweise ich habe mich doof angestellt. Wir haben noch Kaffee. Und es wird immer dunkler und dunkler. Und da ist es hell. Und ich muss mich hier über die Dächer bewegen. Ich muss mir gleich irgendwie, wenn es dunkel wird, den schnellsten Weg zurück. Wo ist denn hier die nächste Sicherheitszone? Da ist eine. Ich weiß nicht, ob wir die erst... Wo ist die nächste? Die ist da hinten. Sollen wir jetzt erst nochmal zurück zur Sicherheitszone? Nee. Nee, ich lasse das. Ich suche jetzt das GIE-Paket. Wenn ich es denn mal finde. Und hoffe einfach, dass mir nichts Schlimmes passiert. Und wir vor Anbruch der Dunkelheit wieder weg sind. So. Hier ist nichts. Ist hier drin was? Ja. Wir finden Nägel. Können aber damit nichts herstellen erstmal. Stromkabel. Die weht. Ich dachte, was steht denn da oben? Ja, wo ist das Paket? Sind wir noch in der Zone drin? Ja, ne? Ich denke doch. Wir finden es nicht. Ich laufe mal hier hoch. Aber hier waren wir schon mal, ne? Wir sind nur rechts rum. Jetzt laufe ich mal links rum. Da waren wir auch schon. Das gibt's doch nicht, dass ich das nicht finde. Ich bin so orientierungslos. Wo der rote Rauch da ist, da ist es. Okay, da sind gerade Fressende. Hallo, Freunde. Warum sind die Frauen hier eigentlich immer halb nackt drin? So, Genickbruch, was kriegst du? Okay, die haben wir. Ich glaube, der ist auch tot, oder? Der lebt noch? Das ist ja unfassbar. Nee, da können wir jetzt nicht rangehen. Den Fehler haben wir ja vorhin schon gemacht. Ich warte noch, bis der sich hier beruhigt hat. Jetzt. Und Metallteile. Und wir haben das GIE-Paket. Super. Crane hier. Ich wollte gerade ein Antizin-Paket bergen. Gut, Crane. Damit eröffnen sich Ihnen neue Möglichkeiten. Widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit jetzt Raiz. Hören Sie zu. Raiz ist höchstwahrscheinlich unser Mann. Wenn Sie also Antizin finden, dann zerstören Sie es. Was? Was? Wieso? Dann müssen Sie sich an Raiz wenden. Sie können das für Bracken übernehmen. Als Gesandter. Aber die Leute brauchen dieses Zeug doch. Wir haben das Wohl aller im Sinn. Vergessen Sie das nicht. Aber das Wohl aller ist doch nicht der Sinn, das Antizin, oder? Die sterben doch dann alle. Nein! Crane, nein, nein! Crane, aufhören! Was ist die GIE eigentlich? Ich dachte, die schmeißen die Pakete ab. Warum? Jade, ich bin an der Abwurfstelle. Hier ist kein Antizin. Du Lügner! Mist! Gut, komm zurück. Und Vorsicht, die Albträume sind wach. Lass dich nicht sehen. Was sind Albträume? Haben mich wohl gehört. Was sind Albträume? Sind das Albträume? Oh Gott! Ich will nicht! Wo muss ich hin? Ich war! Hilfe! Ich sehe nichts! Wo ist meine Taschenlampe? Da ist meine Taschenlampe. Oh, da ist noch so eine.
Hier sind überall welche. Wo muss ich hin? Da ist auch einer. Ich sterbe. Leute, ich bin tot. Ich bin so tot. Wo ist denn die grüne Zone da hinten? Oh, Crayon, sei nicht außer Atem. Nicht außer Atem sein. Nein, wir hätten die doch sichern müssen, die Zone. Oh, da ist der mit der dicken... Können die klettern? Die können bestimmt klettern, oder? Wo ist die grüne Zone? Da ist die grüne Zone. Ich will in die grüne Zone und will schlafen. Lasst mich schlafen, Leute. Oh, wie viele einfach hinter mir. Oh, die treffen mich. Die machen mich putt, Leute. Ah! Wo ist die Zone? Wo ist die Zone? Wie komme ich da jetzt rein? Das ist der Turm, oder? Wo ist der Eingang? Ich glaube, ich laufe genau falsch rum. Wo ist der Eingang? Oh, nicht Crane, 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 Crane. Lauf, lauf, lauf. Lauf doch, du bist doch gleich da. Lauf hier rein, lauf hier rein. Ob ich es geschafft? Oh, ich habe es geschafft. Ich muss mich kurz beruhigen, dann lese ich den Text vor. Spielen während der Nacht. Während der Nacht erhalten Sie doppelt so viele Punkte für Wendigkeitskraft. Wenn Sie eine Nacht außerhalb von Sicherheitszonen überleben, erhalten Sie als Belohnung Überlebensrangpunkte. Die sind mir scheißegal, ich will nicht bei Nacht spielen. Wenn Sie während der Nacht einer Verfolgung entkommen, erhalten Sie zusätzliche Wendigkeitspunkte. Okay, das haben wir, glaube ich, nicht geschafft. Wir gucken uns die mal an. Stehen die hier noch? Hallo? Bin ich dem jetzt entkommen? Nee, ne? Okay, wir lassen es einfach. Wir sind sicher, mir geht es gut. Mir geht es nicht gut, ich bin ziemlich doll verletzt, aber... Ja, wir haben... Was machst du denn jetzt? Hallo? Guck mich nicht so abwertend an. Kümmer dich lieber mal um den Fetten da unten. Na gut, Leute, wir haben unsere erste Nacht überlebt und ich würde sagen, das war's für heute und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss!